Bach dahin oder strömt er nicht? Ganz aus Mondschein Silber gemacht, klingt dein Lied so zart oder klingt es nicht in der traulichen Sommernacht? Klingt dein Lied so zart oder klingt es nicht in der traulichen Sommernacht? So, liebe Kinder, ich freue mich, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid. Ein kleines Gedichtlein oder ein Liedlein und dann gibt es ein Geschenk schon mal vorab vor Weihnachten. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. So, und wo kommst du her? Aus Dresden. Und was hast du uns mitgebracht? Ein Gedicht. Oh, das gehört ja auch zu dir. Ja. So, na, dann komm mit her. Ja, wollt ihr das zu zweit machen? Ja, mal los. Moritz und Fritzchen, diese beiden wollten einmal ein Frittchen schneiden. Als sie auf der Hälfte waren, war der Frittchen schon weggefahren. So, das hast du ja ganz toll gemacht. Alle sehen, ja? Und los geht's. Lieber Bruder Weihnachtsmann, schau dich nicht so böse an. Stecke deine Ruder ein, so will ich immer artig sein.
Na, das wollen wir doch hoffen, dass ihr immer artig sein wollt. Ja? So. Ei, gibt es manche Leckerei? Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knecht eine riesengroße Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei brauchen wir nicht Schokolade, Honig, Zimt und Schokolade und ein bisschen Zimt. Das stimmt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht der Weihnachtsmann vor der Tür. Wow. Weißhöckchen, wann kommst du geschneit? Du wohnst in der Wolke, dein Weg ist so weit. Komm, setz dich ans Fenster, du lieblicher Stern, malst Blumen und Blätter, wir haben dich gern.